alle gegen Hallebrücke, Elbkriegerbrücke, Hindenburgbrücke nach Karl Hindenburg, einer der frühesten Radpioniere, wie wir alle wissen, und kann man nicht meckern Brücke. Das sind nur einige der vielen, vielen Dutzenden oder Hunderten Vorschläge, die 2938. Ja, so viele. Oioioi, siehst du mal, ich habe gar nicht alle vorliegen hier wahrscheinlich. Vorschläge für die Benennung der beiden Brücken über die Zoll-Elbe und die alte Elbe. Ja, und was ist jetzt bei rumgekommen? Genau, das war ja ein Riesenwirrwarr, diese ganzen 2938 Vorschläge. Und die Stadt wollte jetzt einfach die meistgenannten Vorschläge als den Namen nehmen, die die Brücken jetzt erhalten sollen. Uns war das viel zu viel durcheinander. Wir haben den Änderungsantrag gestellt, direkte Demokratie, für was die AfD ja steht, dass wir die 5 meistgenannten Namen nochmal zur Abstimmung stellen, damit der Magdeburger dann wirklich 5 konkrete Vorschläge hat, wo er darunter wählen kann. So sollte das ja eigentlich auch mal sein. Genau. Also jetzt hat ja quasi die Verwaltung aus sich heraus entschieden, anhand der Nennungen oder der Zahl der Nennungen, was denn dann nur genommen werden soll. Richtig. Und so war das ja eigentlich mal nicht vorgesehen. Genau. Und um diesem Wirrwarr da so ein bisschen entgegenzuwirken, gab es von uns diesen Änderungsantrag. Das war einer der Änderungsanträge. Der zweite Änderungsantrag war, dem entgegenzuwirken, was die Verwaltung da so ein bisschen sperren wollte, unseren Heinz Krügel zu ehren und die Brücke nach seinem Namen zu benennen. Das Thema wollten wir nochmal aufgreifen, weil ja eine Expertenkommission festgestellt hat, dass er nicht an Nazi-Verbrechen beteiligt war. Zwei Tage vorher sogar erst, also war ganz frisch noch. Richtig, richtig. Und um diesen Mann zu ehren, was er für die Stadt Magdeburg und den Fußball der Stadt Magdeburg geleistet hat, haben wir auch diesen Änderungsantrag eingebracht, die Brücke nach seinem Namen zu benennen. Und Christian, dann vervollständigen du, was dabei rausgekommen ist. Ja, leider nichts. Also es wurde abgelehnt und jetzt heißen sie Königin-Editha-Brücke und Kaiser-Otto-Brücke. Ja, es sind sicherlich jetzt nicht die allerschlechtesten Namen. Es hätte bestimmt schlimmer kommen können, aber wir hätten Heinz Krügel vorgezogen. Ja, und Otto und Editha und so weiter, das ist ja in aller Munde. Der Magdeburger kann es teilweise schon gar nicht mehr hören. Von daher hat man jetzt gedacht, dass man da wirklich einen etwas einprägsameren Namen nutzen für die Brücke. Sollte nicht sein, wir haben alles versucht. Vielleicht klappt es bei der nächsten Brücke oder dem nächsten Tunnel, den wir... bei der dritten Elbquerung dann. Ja, die kommt ja dann auch irgendwann sicherlich. Genau. Also wir bleiben dran bei dem Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, folgt uns bei Instagram, Telegram, Twitter und so weiter. Und wir sehen uns bald wieder. Bis bald.